Wer bin ich? Heute das Thema, wer seine Stärken versteht, wird weiser. Ich bin fasziniert von Teams, die im Sport und auch in anderen Bereichen im Leben ganz wunderbar funktionieren. Ich schaue Fußballmannschaften an, ich schaue auch Formel 1 an. Und wenn ich dann Formel 1 anschaue, dann denke ich, dass hier ist ein Team von Menschen, die zusammengearbeitet hat für ein Ergebnis. Vielleicht 500 oder 600 Mitglieder gibt es in so einem Team. Es gibt eine Fabrik, es gibt einen Fabrikleiter, es gibt einen Teamchef, es gibt ganz viele Ingenieure, es gibt Entwürfe, die ganz, ganz viel im Voraus alles stehen müssen. Es gibt begabte Mechaniker, die auf die Rennstrecke kommen müssen. Und natürlich gibt es zum Schluss auch einen Rennfahrer, der begabt sein muss. Und wenn jeder an seinem richtigen Platz ist, dann funktioniert das natürlich am besten. Man möchte nicht der Rennfahrer zu Ingenieur machen oder der Ingenieur zu Rennfahrer machen, dann hast du natürlich ein ganz anderes Ergebnis. Aber wenn alle auf den richtigen Plätzen sind, hast du eine Mannschaft, die ganz hervorragend funktioniert. Und unsere Gesellschaft ist sehr oft fokussiert auf unsere Schwächen und nicht auf unseren Stärken. Und ich behaupte, dass es besser wäre, wenn wir auf unsere Stärken konzentrieren und wenn wir die Möglichkeit haben, uns dann zu ergänzen mit Menschen, die Stärken haben in ganz anderen Bereichen, vielleicht wo wir dann sogar unsere eigenen Schwächen haben. Studien haben gezeigt, dass Menschen die meisten Freude haben an Stellen, wo sie ihre Stärken einbringen können. Sie haben die meiste emotionale Stabilität, die meiste Lebensfreude, wenn sie das tun können. Und ich behaupte aus meinem Leben, dass es tatsächlich der Fall ist. Ganz am Anfang, als wir Gemeinde gegründet haben, haben wir ein ganz kleines Team gehabt. Und in dieser Mannschaft war nicht viel möglich. Man musste dann sehr viel selber machen. Aber als das Team gewachsen war, hatten wir angefangen, die Aufgaben besser zu verteilen und herauszufinden, wer hat eine Stärke in welchem Bereich und wer könnte etwas übernehmen. Ich bin dadurch auch besser geworden, weil ich hatte mehr Zeit für die Bereiche, wo ich meine Stärken habe. Und wo wir am effektivsten sind oder vielleicht am weisesten sind in unseren Teams, ist, wo wir unsere natürlichen Talente und Gaben, die von Gott gegeben sind, entwickelt haben zu Stärken, die unsere Mannschaft oder unsere Teams weiterbringen. Und das ist ja doch die Aufgabe von jedem Teamleiter, dass er sich weiterentwickelt und dass er diese natürlichen Talente, die er hat, die einzigartig sind, die Gott ihm gegeben hat, in Stärken entwickelt. Das Problem, das wir haben, ist, dass viele von uns unsere eigenen Gaben nicht identifizieren können. Das Problem ist, dass für uns sie so selbstverständlich sind, dass wir sie einsetzen und keine Gedanken machen, wie haben wir sie eingesetzt. Ab und zu finde ich mich in einer Runde, wo ich gefragt werde, wen würdest du einsetzen? Und ich denke kurz darüber nach und bringe einen Namen. Und oft werde ich gefragt, wie hast du diesen Namen gebracht? Wie hast du an diese Person gedacht? Welche Prozesse sind in dir dann da gewesen, damit du dieses Ergebnis hast? Und ich kann das meistens gar nicht erklären, wie das funktioniert. Weil das ist eine Gabe, die ich dann habe. Und du hast in anderen Bereichen in deinem Leben Gaben, die du einsetzt. Und du kannst den Menschen nicht erklären, wie funktionieren sie. Das ist ein Hinweis darauf, dass du in dem Bereich wirklich begabt bist. In Prediger 10, Vers 10 steht Folgendes. Wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. Die Schneide schleifen. Damit kann man mehr erreichen mit weniger Anstrengung. Und ich denke, das ist genau, was wir wollen. Wir wollen uns so entwickeln, dass wir effektiv sind, aber nicht die Anstrengung haben, ganz andere Dinge zu machen, die nicht zu uns passen. Die besten Leiter entwickeln solche Fähigkeiten und bleiben einfach in ihrer Spur, wo sie am besten sind und laden andere Leute ein, die andere Spuren, die andere Plätze zu übernehmen, damit die Mannschaft eine gute Mannschaft wird.
Wie kann ich meine Talente und Gaben erkennen? Erstens, identifiziere die Aufgaben, die dich auslaugen und die Aufgaben, die dir Energie spenden. Meine Frau ist eine ganz begeisterte Kinderdienstmitarbeiterin. Sie hat lange Kinderdienst geleitet. Sie leitet ab und zu in unserer Gemeinde, wenn jemand nicht da ist und sie brauchen jemand auszuhelfen. Und ich weiß, dass das ihre Gabe ist. Und sie setzt ganz viel Energie ein in den Tagen, bevor sie Kinderdienst leiten muss. Und am Sonntag, nachdem sie Kinderdienst leitet oder geleitet hat, sitzen wir im Auto und ich sage: Wie war dein Sonntagvormittag? Wie war es mit den Kindern? Und sie sagt: Ich bin fertig. Und dann sage ich: Aber wie geht es dir innerlich? Und sie sagt: Es war so toll mit den Kindern. Und du merkst, dass sie körperlich fertig ist, aber innerlich hat sie einfach Energie bekommen, weil sie mit den Kindern gewesen ist. Und wenn du diese Erfahrung machst und immer wieder diese Erfahrung machst, dann merkst du, das ist bei dir eine Gabe. Das ist etwas, was dich total motiviert. Zweitens, frage deine Freunde oder Kollegen, wo du Gaben oder Talente hast. Ich habe eine ganz geniale Idee gehabt, als eine enge Mitarbeiterin von mir hier in der Gemeinde weggezogen ist und geheiratet hat. Und bevor sie weggegangen ist, habe ich ihr ein paar Fragen gestellt. Und ich habe gesagt: Ich möchte, dass du mir schreibst, welche meine größten Stärken sind. Zweite Frage: Wie habe ich dich inspiriert mit deiner Arbeit? Und zweitens, gib mir ein paar Geschichten oder Beispiele, wie das funktioniert hat. Und sie hat mir zwei Seiten geschrieben und die zwei Seiten habe ich dann aufgehoben, weil sie so hilfreich sind. Eine Person, die 4-5 Jahre mit mir gearbeitet hat, die alles beobachtet hat, sie kann natürlich dann ganz, ganz gutes Feedback geben und mir helfen oder dir helfen, genau herauszufinden, wo sind deine Stärken, damit du in deinen Stärken bleibst. Sie hat mir auch ein paar Schwächen dann aufgelistet und gesagt, an dieser Stelle musst du arbeiten, dafür musst du andere Leute finden. Das war auch sehr hilfreich für mich. Und du könntest auch drittens einen wissenschaftlich ausgearbeiteten Test machen, zum Beispiel Strength Finders, damit du deine Talente und Stärken in dieser Art und Weise auch identifizieren kannst. Diese werden dir helfen. Und wenn du diese Gaben oder diese Stärken herausgefunden hast, überlege, wie du in deiner Rolle als Teamleiter agierst. Wie kannst du deine Stärken einsetzen, um einen maximalen Einfluss in dem Team zu haben? Was kannst du deinem Team ganz speziell geben, die niemand anders geben kann? Überleg diese Frage und dann drittens, welche Teammitglieder brauchst du als Ergänzung? Und vielleicht nicht, dass sie dann neu in das Team kommen müssen, aber bei verschiedenen Themen. Welche Leute sollst du ganz besonders ausfragen oder bitten, dass sie sich einsetzen für das Thema? Wenn wir das tun, arbeiten wir in unseren Stärken und werden wir ganz weiser.